Okay, ich musste nur 14 Schaffner fragen, aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Er scheint schon länger zu warten. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Hier kann ich Tickets für die Seilbahn kaufen. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Die Reise nach Altaspen ist komplett ausgebucht und die nächste Gondel geht in einer Woche. So lange kann ich nicht warten. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Ich will nach Altaspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Altaspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen. Aber wenn ihr nach Altaspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Was bräuchte ich nochmal? Ihr braucht ein Tick. Es gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Und alle anderen müssen sich untersuchen lassen? Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. Wo bekommt man hier Tickets? Am Automaten. Aber der ist kaputt. Ansonsten könnt ihr sie auch am Schalter kaufen. Aber der hat nur jeden zweiten Donnerstag an einem Monat geöffnet, der mit einem M anfängt. Und dann auch nur für 5 Minuten. Und der ist auch nicht hier, sondern auf der anderen Seite Asposiens in einer Höhle im Wald, zu der man nur zu Fuß kommt. Okay, danke. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Kann ich meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren oder gar nicht. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Nach Altaspen. Halt! Oh je. Okay, dann danke. Stets. Allgemeine Beförderungsbestimmungen. Zutritt nur mit gültigem Ticket. Freie Plätze nur, solange der Vorrat reicht. Tiere sind in einem genormten Käfig als Gepäck aufzugeben. Halten Sie sich an die maximale Flüssigkeitsmenge. Erleben Sie den Huala in seiner natürlichen Umgebung. Das hört sich romantisch an. Da fahre ich mit Laura hin, wenn diese ganze Sache vorbei ist. Der ist versandbereit verpackt. Heiß! Das könnte praktisch werden. Er scheint Ketchup wirklich zu mögen. Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist.
Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Das würde sicher niemand vermissen. Das riecht nach Zitrone. Wirklich interessant. Nach Wollingen. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was ist ein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Bravo! Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist wieder natürlich. Foggo hasst Pfeifen. Warum hasst du denn Pfeifen? Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Foggo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich hab schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Die überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Ha, ha, ha. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirr Foggo nicht mit Tatsachen. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Foggo findet, das reicht, um jemanden zu hassen. Störe ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Einen guten alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Aspasien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Mieser Typ, dieser Foggo. Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Den Burger? Den Ketchup-Spender. Bei Conroy hätt's das nicht gegeben. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst du schon immer Flötennasenjäger? Foggos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Foggo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Foggo ist gleich als einer der ersten den Conroyalisten beigetreten. Jetzt leitet Foggo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Bibliothekar. Und wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Foggo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster.
Foggo merkt sowas. Foggo ist ja kein Vollidiot. Ja. Mach's gut, Foggo. Ja, ja. Zisch ab, Junge. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Das erinnert mich an Zuhause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen. Aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau. Und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau, ihr Kräutergarten, die Karamellzuckerwatte meines Sohnes, der süße Geruch von Holz. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Es muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch. Ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh, aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar.
Und meine Kinder, meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Nein. Wo ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch? Der genormte Versandkäfig VBA 1? Ja, leider. Na toll, und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Dann ist der Vogel frei, ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Das wäre zauberhaft. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Mach's gut. Riech dich später. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode Pistazie 404. Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was klappen? Robert? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert! Flintennase! Laura? Laura, bist du das? Oh nein, nicht die! Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es! Flötennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Ich bin als Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Flötennase. Ich hab so gehofft, dass ich dich hier finde. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich hab Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche dieses Seilbahnticket.